Ich bin jetzt hier am Warten. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Assistenz bekomme oder nicht, weil es wurde ja ein bisschen verplant. Ich bin jetzt in meinem Bus, in meinem extra Auto und jetzt geht's zum Flughafen. Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blindlife hier, wieder mit einem neuen Video. Immer noch leicht erkältet, aber hey! Ich wollte eigentlich noch ein, zwei Aufwärm-Vlogs, so, ich mache euch ein bisschen Heiß-Vlogs drehen vorher. So ein bisschen dies einkaufen, das organisieren. Aber ihr hört an meiner Stimme, ich bin jetzt einigermaßen gesund geworden. Und nach der Köln-Geschichte, ich war richtig platt. Und doch geht es heute in ein 2000 Kilometer entferntes Land ungefähr, also die Türkei. Wir fliegen da heute Nachmittag hin. Aber das Wichtigste ist, bevor man irgendwo hinfliegt, natürlich sich gut vorzubereiten. Und dazu gehört auch die richtige Wahl des Langstocks. Also, ich habe hier einmal meinen Comde-Langstock, den ich eigentlich immer wieder benutze. Der Comde-Langstock sticht dadurch hervor, dass es ein bisschen leichter ist und praktischer wegzustecken und halt ist halt einfacher und leichter. Der Ambutec-Langstock, den ich habe, der ist etwas dicker, der ist etwas schwerer. Ich sage mal, das ist die E-Klasse von Mercedes und das andere ist eher so eine C-Klasse oder so. Und jetzt ist natürlich die Frage, welchen Langstock sollte ich mitnehmen? Ich habe mich, ehrlich gesagt, für die E-Klasse entschieden, also für den Ambutec-Langstock, denn dieser dickere Langstock, der schwerere Langstock, gibt mir irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit auf den Straßen, gerade dort, wo ich mich jetzt absolut null auskenne. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dem Ambutec-Langstock eher erkannt werde als mit dem Comde-Langstock. Das ist, glaube ich, alles eine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe mich für den Ambutec entschieden. Also, welchen Stock wählst du aus für deinen persönlichen Favoriten oder hast du auch unterschiedliche Langstöcke für unterschiedliche Einsatzzwecke? Schreib es mir unten in die Kommentare und wir fliegen jetzt in die Türkei. Ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht und orangener Koffer, Stock, Umhängetasche, alles dabei. Und in diesem Video geht es auf jeden Fall darum, wie fliegt man überhaupt, wie funktioniert das, wenn man schlecht sehen kann oder halt gar nichts mehr sehen kann, welche Möglichkeit hat man am Flughafen und ähnliches. Aber bevor wir zum Flughafen kommen, müssen wir uns erstmal ein Taxi bestellen. Also, let's go. So. Mercedes-Benz E-Klasse. Genau, Taxi ist also bestellt, ein Mercedes sollte gleich kommen. Ich glaube, der müsste da drüben sein, glaube ich. Ich muss mal gucken, ich weiß es nicht. So, dann warten wir mal. Ah ja, da kommt er, glaube ich. Perfekt. Hey, das geht. Hallo? Ah, ja, Sie sind da. Alles klar. Okay, ich bin vor mir. Ah. Moment. So, das mit dem Taxi hat super geklappt. Jetzt gehen wir rein und suchen uns einen Infopoint, um dann mal zu fragen, wo der Schalter eigentlich ist für Pegasus Airline. So, da war ich jetzt auf der Suche nach dem Infopoint. Der Infopoint hier am Hamburger Flughafen hatte jetzt nicht Lust, mich irgendwo hinzubringen. Die haben einfach gesagt, gehen Sie mal quer durch, dann passt das. Bin ich quer durchgegangen, bin ich fast bei Pegasus gelandet. Danke an meinen türkischen Airlines-Mitarbeiter, meinte, hey, wohin wollen Sie? Ich habe gesagt, da und dahin. Da hat er mich an die Pegasus-Schlange gebracht. Dann ist er weggegangen und kam wieder und meinte, hey, kommen Sie mal mit. Türkische Airlines, beste Airlines überhaupt. Und hat mir dann in dem Bereich geholfen. Und jetzt war wieder das Problem, dass Pegasus, und ich wusste, dass sowas passiert, obwohl ich dort telefonisch also angerufen habe und per E-Mail, sie haben mich nicht angemeldet als Person mit Special Assistance, also Special Needs oder whatever. Das haben wir jetzt geklärt. Aber in Hamburg ist der, ich glaube, DRK oder wie das heißt, wohl sehr, sehr schlecht, was das angeht. Das weiß ich aber. Und die sollen wohl relativ spät kommen. Ich hoffe, dass sie früh kommen. Ich hoffe, dass ich meinen Flug kriege. Und jetzt muss ich einfach abwarten. Also hier am Flughafen einfach abwarten und hoffen, dass sie mich dann rechtzeitig abholen. So, bin jetzt hier am Flugzeug schon. Ja, die Passagiere sind alle drin. Ich glaube, ich wurde fast vergessen. Jetzt kommt noch eine Assistenz zum Reinbringen. Also müssen wir mal warten. Bin ich mal gespannt. Wir ein bisschen durcheinander hier. So, bin jetzt im Flieger drin. Hat alles geklappt. Auch der Service mit... ja, wie funktioniert was, wo ist was, wo sind welche Notausgänge, also fliegen wir mal los und wir sehen uns drüben wieder. So, ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt hier am Warten. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Assistenz bekomme oder nicht, weil es wurde ja ein bisschen verplant. Das ist der Ausgang. Und ich guck mal, dass ich eine Assistenz bekomme, um hier raus aus dem Flugzeug zu kommen. Ich bin jetzt in meinem Bus, in meinem extra Auto und jetzt geht's zum Flughafen. Also, zum Gate, ne? So, bin jetzt hier am Busbahnhof, fahre jetzt gleich mit diesen gelben Bussen hier hinter mir und dann geht es rüber nach Husa und dann schauen wir mal, dass ich mich da melde, ne? Alles klar.
Also so habe ich jetzt einfach mal reingesetzt in den Bus. Sitze zwar auf der falschen Platznummer, aber egal. Passt schon. 20, 30 Minuten geht's los. Also von daher, meine Stimme ist echt tot. Boah, hier Aussicht. So, die Klimaanlage läuft. Ich habe jetzt meinen Platz nochmal gewechselt. Ich sollte auf meinen Platz, wo auch die Nummer draufsteht. Ich wollte vorne sitzen. Ja, der Typ, der mich jetzt eben begleitet hat, da konnte ich nicht filmen. Der war ein bisschen komisch. Der war zwar super nett, aber echt ein bisschen komisch und irgendwie total auf Distanz und so. Keine Ahnung warum, das fand ich ein bisschen schade. Aber ja, ich habe jetzt Geld gewechselt, Ticket habe ich auch. Ihr seht ja den Bus. Und es dauert anderthalb Stunden jetzt bis nach Booster. Und ja, dann werde ich abgeholt und dann seht ihr auch den kleinen Sammy mal wieder. Also ich bin gespannt, Bus ist bequem. Hoffentlich gibt es irgendwas zu essen. Und ich habe eben von einer netten Familie aus Duisburg, Grüße gehen raus an euch. Das Video werdet ihr nicht sehen, aber was zu trinken bekommen. So, jetzt sind wir endlich angekommen. Alle am Aussteigen. Ich steige auch mal gleich aus. Ah, ich glaube, mein Bruder ist schon da unten. Yo, girl, was ist denn? Unfreundlich, die Menschen. Ich sag's euch. Achso. Einfach nur unfreundlich. Lass nie einen vor. Hallo. Hey, wie geht's? Hey, guck nach rechts. Guck nach rechts. Hi. Hallo. Ja, hallo, dem Namen. Ja, Dick. Hallo. Im Chante mal unsere Blase. Ja, wir müssen auf dann. Portugal Renge. Jo, Portugal Renge. Und dann gucken wir mal, ey. Boah, ey. Endlich. Hä? Komm, fahren wir da hin. Ha, buldun değil mi? Oh, ya yine aldım. Hadi eve gidelim. Boah. Ich bin Ach so, aber sag mir Stufen, ja? Weil ich sehe nichts. War echt ein bisschen anstrengend, ja? Ein Video so über den Zaun klettern. Dört, da kriegen wir es, warte. Ich weiß zwar nicht für was, aber... Ich weiß für was. Darf ich erzählen? Ja. Wir haben unser Auto reingepackt für 25 Minuten. Ja. Also ohne Geld. Kostenlos. Ach so, okay. Meine Firma und unsere müssen wir bezahlen. Müssen wir mal schnell rüber, damit wir schnell... Aber der Weg ist auch schon lang, also müssen wir uns beeilen. Ja. Und den Koffer ist einzupacken. Oh, stell dir vor. Oh, ja, 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 das wird aber was, ne? Oh, noch jetzt hier Stau. Oh, 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 oh. Menschenstau. Ja. Menschenstau. So, so. Burada herkes geçen geçiyor. Geçmeyen bekliyor. 4 saat. So. So, wir sind jetzt hier im Auto. Es geht los. Und ich bin noch lange nicht zu Hause. Eine Stunde Fahrt noch. Wir hören uns zu Hause. Eine Stunde Fahrt noch. So, ist hier noch kurz was einkaufen gewesen. Ein bisschen was zu trinken. Ja, jetzt sind wir in Gemlik. Ist auch nicht so weit weg. Und noch so eine halbe Stunde oder so. Und dann sind wir da eigentlich. Also wirklich. Ich bin so fertig, ihr merkt das, glaube ich, ne? Richtig tot. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts, aber guck mal nach vorne. Das sind die Dorfstraßen. Du siehst nur 3 Meter. Ja. Und da hinten sind immer ganz viele Tiere, da muss man aufpassen. Fussekle. Ja, ich halte mal die Kamera raus. Geht zu windig. Also. Ja, und jetzt sind wir quasi da. Und jetzt haben wir es quasi geschafft, ihr seht's. Wie viele Stunden waren wir unterwegs? 12 Uhr und es ist gleich wieder 12 Uhr, also 12 Stunden. Diese Reise hat sich gelohnt. Ah, da werde ich mal einkaufen gewesen. Ah, okay. Ah, guck mal, da werden wir einkaufen demnächst in den nächsten Videos. Ist das auch? Ah, check mal das. Das ist immer noch geöffnet. Hier ist Tankstelle. Tankstelle, ja. Guck mal, hier hat man einen kleinen Einblick. Ich kenne jeden. In diesem Dorf? Tankstelle. Achso, dann sind wir da? Jetzt. Ah, und jetzt biegen wir links ab und dann sind wir auch schon da. Das ist ja der Wahnsinn. Karşıda ekmek fırını, sol taraf cami. Okay. Ich bring dich zu unserem Garten, weil es da dunkel ist. Dann mal weg den. Boah, jetzt geht's hier. Runter. Karşımızda da pansiyon. İlke Zayt'e pansiyon.
Und da sind wir. Archäa wo? Ah. Oh, guck mal, Leute, hier. Wow, ihr seht's. Wow. So, Freunde. Und ich sag mal so: Mit diesen Worten beende ich dieses Video hier in dieser halben Dunkelheit. Ja, warte, wir beenden das Video. Und dann werden Sie dann morgen sehen, wie es aussieht. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich weiß nicht mal, ob die uns sehen. Ich glaube schon ein bisschen. Ja, ich bin K.O. Also, ich sehe gerade in der Kamera nichts. Oh. Dunkel. Vielleicht sehen wir wirklich nichts. Egal. Trotzdem wünsche ich euch was. Haut rein. Bis morgen.